Okay, so ihr Mausigen. Sorry dafür. Ich habe Eier auf meinem Rücken, die müssen in den Wagen. Oh mein Gott, da ist der... Guck mal, da sitzt der Foggy. Ja, er sitzt jetzt vorne auf dem Wagen. Oh Gott. Und wie die rumquaken. Ich liebe alles daran. Ich glaube, das erste... Das gab's mal bei 9gag in einem Interview der interviewten Person so ganz kurz alle Gesichtszüge entglitten. Das klingt auch richtig bescheuert, ey. So, ich muss noch eine Hummel einsammeln, glaube ich. Oder? Wie viele fehlen denn noch? Was? Ah, I was wondering when you lot would stop digging and talking in riddles. Ich habe mich schon gefragt, wann du aufhörst, in Rätseln zu sprechen. I heard Timothy yammering on about gold that flies. Don't get much gold flying around these parts. Timothy hat ihm von fliegenden Gold erzählt. Ich dachte schon, du willst die Froggos in Flasche stecken. Nein, die kommen nicht in Flaschen. Die kommen zu Daddy Froggo. Kommen die zurück. Entschuldigung. Any idea on what it means? We are stuck. Sag mal, hallo, gold that flies. Hallo, damit sind doch Bienen gemeint. The only place I know is where sunlight makes the water glitter like gold that has flies. Well, that's Mr. Jumpy's pond. Okay, sind doch keine Bienen. You should head there. Timothy knows it well. I'm sure he will talk your ear off the whole way too. Ich bin sicher, dass dir Timothy auch den ganzen Weg lang Ohr abkaut. Großartig. Hast du meine Nachricht oben eigentlich gelesen zu Daddy Froggo? Nee, oder? Ich glaube, habe ich es übersehen? Kein Wunder, dass hier so viele kleine Frösche rumliegen. Weiß nicht, wie das bei so viel Potenz von Daddy Froggo das sonst aussehen sollte. Ist das schlimm wieder zu? Oh Mann, ey. Tja. Warum nochmal haben wir keinen Bong-Emote eigentlich? Weil wir es wahrscheinlich nur für Chris bräuchten. So. Habe ich denn jetzt alle Hummeln? Hä? Er sagt, vier fehlen ihm noch. Hä? Ich habe doch vier... Hä? Ich check diese Aufgabe nicht. Mein Kopf da eine Einkerbung hätte. Du hättest einfach so eine Einkerbung. Das ist einfach dein Kopf. Ich liebe übrigens dieses Emote sehr. Damit haben wir einen Hellnox-Emote. So ein Tag danach Emote, ey. Nachdem Chris dann gebongt wurde durchgehend, ey. Oh Gott, okay, da dürfen wir nicht lang gehen. Aber das für den Bienen verstehe ich gerade immer noch nicht. Ich habe doch eben schon so ein paar weggebracht, ne? Aber wir rennen jetzt auch keine frei rum. Mal gucken. Also in der Pampa, bevor wir hier angekommen sind, da waren ja ganz weit vorher, auf den Wegen waren ja zwischendurch auch nochmal ein, zwei Bienen, aber ich weiß nicht. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich die jetzt hierher kriegen sollte. Aber ich finde auch sonst keine Bienen hier gerade. Ihr lacht alle. Keiner von euch ist frei von Sünde. Der frei von Sünde ist, der werfe den ersten Froggo. Gut, ich guck mal kurz auf die Karte. Wo wollen die uns eigentlich weiterschicken? Wo wollen wir hin, Timothy? Mr. Hershey. Nee, gar nicht. Mr. Jumpy's Pond. Ja, lass uns hingehen. Ah, Mr. Jumpy ist ja Daddy, oh. Stimmt, wir gehen ja zu Daddy. Daddy. Dann mal ab zu Daddy.
Komm schon. Meint, ich kann essen während der Fahrt? Denk dran, während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Oh, es wird dunkel. Streicheln? Schlaf gut. Baba, baba. Baba, baba. Moment, ich muss mal kurz nachgucken. Baba. Baba. Yeah, it was a big day. I'm beat. Milkshake ist erledigt. Baba, baba, baba. Ja, good night, buddy. Schlaf gut. Ab ins Bettchen. Wusstet ihr, dass Bienen bei Dunkelheit nicht fliegen können? Ich glaube, ich habe da mal von gehört, ja. Aber so richtig bewusst war mir das, glaube ich, nie. Aber warum ist das so? Oh, dafür brauchen wir auch irgendeine fancy Maschine. Für Onion and Potato Soup. Bestimmt im Ofen oder so. Na gut. Oh. Wir können... Ich wollte die Glocke gar nicht läuten. Kriegen wir unseren Autobooty hier lang? Ja. Die Musik geht immer so wild los, kurz, wenn man losfährt. So, da geht's zum Froggo. Ja. Ja. This spot's got treasure written all over it. Let's check. Okay. Hier sollen wir jetzt suchen, ja. Hoffentlich hat Daddy das nicht aufgefressen, was auch immer der Schatz ist. Wollen wir es mal hoffen, ne? Ich glaube, hier sollen wir nicht lang gehen. Boah, ich habe ganz viele neue Rezepte bekommen, weil ich gerade nochmal einen Froggo abgegeben habe. Hat ihn jetzt gerade sehr... Warte mal, kann ich ihm zuwinken? Macht er dann irgendwas Cooles? Weil sie primär durch visuelle Reize sich orientieren und einen sehr ausgeprägten Tag-Nacht-Rhythmus besitzen. Bei Nacht fehlt ihnen die Energie und die Ressourcen. Sie sind damit eine leichtere Beute für Gegner. Und zusätzlich, nachts fehlt ihnen ihr Kommunikationsmittel, weil sie ja mit dem Schwänzeltanz kommunizieren. Also ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren, weshalb Bienen bei Dunkelheit mit einem Windows-Sound den Shutdown-Modus durchführen. So, okay. Und wenn du so in deiner mündlichen Prüfung Sachen erklärst, dann kannst du weiterkommen. Oh, schade, ich kann ihm gar nicht zuwinken. Schade. Vielen Dank für die Erläuterung. Ihnen auch so faszinierend, ey. Ja, mach du doch auch mal was, ey. Der mir die ganze Zeit sagt, was ich machen soll. Ah, hier ist was, oder? Nee. Sah kurz so aus. Hier geht's ja schon wieder Richtung Straße.
Nichts ist besser als ein Jumpscare, weil jemand im Haus bohrt. Oh nee. Oh nö, nicht bohren jetzt. Bin ich vielleicht mit dem Wagen da drauf gefahren? Kann das sein, dass ich mit dem Wagen drauf stehe? Nee, hier ist nichts. Do you think this is a spot? Ja, vielleicht kannst du auch mal mitsuchen und nicht einfach rumstehen. Oh. Hm. Heute ist so mein schlimmer Sonntag. Oh nein. Oh nein, jetzt werde ich schon wieder zum Hopscotch spielen, verdammt. Oh, ich bin fast hingefallen. Sah ein bisschen so aus, als hätte ich mir irgendwas gebrochen gerade. Und wieder zurück. Oh, Gott sei Dank. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ja, gib mir halt die Happiness. Oh, was kriege ich dafür? Oh, ein Popcorn-Rezept. Nice. Aber wisst ihr, was ich noch nicht habe? Den Schatz. Ich sehe gar keinen Scotch. Ich habe auch keinen Scotch gekriegt. Alles Scam. Purer Scam. Wisst ihr, was auch Scam ist? Der Schatz. Ich glaube, Hershey verarscht dich. Timothy. Vor allem hat Hershey auch gesagt, so, ah, der wird erstmal beschäftigt sein mit der Schatzsuche. Dann geht er mir nicht auf den Piss. So. Und jetzt bin ich die Idiote, die ihr mitsucht. Und werde eigentlich mit verarscht hier. Ich sehe halt nichts. Ich sehe halt absolut nichts. Achso, er macht Strategie. Ich soll suchen und er macht Strategie oder was? Strategie für was? Sag mal. Ich kann nicht einfach so buddeln. Es müsste irgendwo ein Spot sein, den man... Ah, hier ist was zum Begraben. Hier ist was. Toll. Ah, die sind jetzt erst gespawnt. Mir gefällt das Spiel richtig gut, ey. Habe vorhin schon zwar schon gesagt, aber mir gefällt es wirklich, wirklich gut. Ist hier auch noch was zum Buddeln oder haben wir jetzt alles an Müll? Nee, hier ist auch noch was. Okay, also das war mein Fehler, dass ich noch nicht mit ihm geredet habe. Was ist mit der Banane los? Das sieht nicht ganz richtig aus. Ich glaube, die soll ein bisschen weiter vor meinem unglaublichen, wunderschönen, wohlgeformten Bauch sein. Hier, guck mal, das ist ein toller Schatz. Looks like we have checked everywhere. No treasure. Du wurdest einfach verarscht von Hershey. Sieh es ein. Ah, and I was so sure we would find something here. Not even a sparkly rock or a cool looking stick. Maybe we could talk to Mr. Jumpy. Jeez, I'm so good at this whole strategy.
Strategy. Strategy. Strategy thing. Strategy. This whole strategy thing. His froglets are always disappearing. I bet he knows all the best treasure hiding spots. Ja, seine Kinder rennen Mr. Jumpy immer, der rennen Daddy Jumpy immer weg. Aber er sammelt die auch selber nicht ein, sonst mache ich. Was glaubst du, wie hilfreich er sein wird, um einen Schatz zu finden? Daddy Froggo knows best. ich würde mir, to be honest, etwas mehr Audiogasm wünschen. So ein Rauschen der Wälder, die Schritte, Ambient Sounds und so. Ja, kann ich verstehen. And I've been practicing my frog talk. Maybe he can teach me how to jump high. You know, for if the treasure is up a tree or something. Vielleicht kann er mir beibringen, ein bisschen höher zu springen, falls die Schatztruhe sich irgendwie in einem Baum befindet oder so. Mm-hmm, mm-hmm. As chief strategist, I recommend we head there now. Ja, wir gehen da jetzt hin. We wanna talk to the manager. Das ist weg. Also Schritte gibt's tatsächlich. Sie sind nur vielleicht ein bisschen leise. Im Vergleich zum Rest. Ne, also so ein bisschen Stapfen hört man. Es ist nur sehr, sehr leise. So. Also es raschelt sogar auf Gras. Also man hat schon unterschiedliche Sounds, je nachdem, worauf man sich befindet und so. Wahrscheinlich müsste ich es ein bisschen lauter stellen und dann halt die Musik ein bisschen leiser. Vielleicht. Die Musik insgesamt. Damit es ein bisschen. Damit vielleicht die Soundeffekte ein bisschen besser durchkommen. Weil ansonsten hast du ja überwiegend eigentlich wirklich. Nicht Master runter. Musik nur ein bisschen runter. Naja, jetzt hört es mal ein bisschen besser. Jetzt ist die Musik im Vergleich schon ein bisschen sehr leise, ne? Ich glaube, die kann wieder einen höher. Oh, ist auf jeden Fall besser als vorher. Ich hoffe, es passt so. Also wenn ihr das Gefühl habt, die Musik ist euch zu leise oder so, oder insgesamt das Spiel zu still, dann sagt gerne Bescheid. Können wir alles einstellen. Gar kein Problem. Das sound so geil einfach. Oh, you have come seeking answers to a riddle rich in layers, much like the veils between worlds. The bee's quest for nectar is just but one path. Consider, perhaps, not where the gold flies, but where it rests. Also ein Bienenhäuschen. Es klingt immer ein bisschen nach ba-ba-ba-ba-ba, lieben wir. Darf ich ganz kurz mal medizinischen Wirrwarr teilen, der mich mal früher total irritiert hat? Sehr gerne. The sweet rivers you hunt thirst not for nectar, but for the essence. For the essence of life. For growth. So, ich verstehe absolut gar kein Wort, ja. Far beyond. Your truth springs from the earth itself, nurtured by sun and water. Also es geht in mein Auge rein und geht aus dem anderen Auge quasi wieder raus gerade, was er mir gerade erzählt. Vielleicht habt ihr schon mal vom Heimlich-Handgriff gehört. Ja, Person stellt sich hinter wem, der sich verschluckt, legt seine Arme um den Bauch und zieht ihn stark zurück. Ich habe mich früher gefragt, warum das Heimlich-Manöver heißt. Weil wenn ich jemanden von hinten umarme und so fest drücke, dass er kurz nach Timbuktu fliegt, I'm not sure, wie heimlich das ist. Turns out, der Typ, der die Methode erfunden hat, heißt einfach nur so. Oh.
Ich dachte, das heißt so, weil man sich halt hinter die Person stellt und die einen deswegen nicht sieht. Also, dass vorher heimlich ist. Also, beim Ausführen ist es nicht mehr so heimlich, aber davor ist es halt irgendwie so heimlich. Aber okay, es ist einfach der Typ, der so heißt. Wie bei vielen medizinischen Dingen wird es nach irgendwelchen Leuten benannt. Okay. Aber das ist halt... Ich finde, das ist jetzt noch lustiger. Einfach, dass dieser Typ eine Methode entwickelt hat und diese Methode nach ihm benannt wurde und diese Methode auch noch vom Namen her dazu passt, wie sie verwendet wird, ihr wisst, was ich meine. Wenn es auf die Methode bezogen wäre, müsste das eher Jumpscare-Methode genannt werden, finde ich. Die Jumpscare-Methode. Das klingt ein bisschen auch nach die Brigitte-Diät. Die Jumpscare-Methode. Are you talking about apples? Ehrlich gesagt, Milchshake, ich habe keine Ahnung, wovon hier geredet wird gerade. Ich bin schon weg. Mein Hirn ist schon, hat schon abgeschaltet. Ich bin nicht mehr da für Rätsel. Junge, das wurde mal an mir für Lehrzwecke gemacht. Da klingst du auch so wie Daddy Frog und nichts daran ist heimlich. Die Fistbump-Methode. Apples where the suns embrace. Coaxes gold from the branches. As life's river trickles by, that is where your journey must lead. Er ist einfach halbe Goethe, ey. Ich komm nicht mit. Leute, Daddy Froggo spricht in Rätseln. You write that all down, Jim? Genau, du bist Stratege, Jim. Du bist Stratege. Du musst schreiben. Oh, merken, irgendwas. Beneath the lily pads of existence, many worlds await. May your... Was? Zwischen den Seerosenblättern der Existenz erwarten dich viele Welten. Bruder, du hast auch zu viel Bioshock gespielt. May your journey through Ron reveal the connections to others. Leap wisely, for the pond's edge is just the beginning. Mal gucken, wo diese Goethe-Methode jetzt hinführt. Wie die da sitzen, das ist so süß, Mann. Ich habe nur die Hälfte verstanden. Ich glaube, ich habe nicht mal die Hälfte verstanden. Also nicht, weil das Englisch nicht ankommt, sondern einfach, der spricht halt einfach Goethe. Der macht einfach den Shakespeare und du musst halt irgendwie verstehen, was der sagen will, aber... Jimothy ist Stratege, der wird mir schon sagen, was Sache ist. So, that was like way over my off my head. Das war auch ihm ein bisschen zu viel. For once, I'm glad you did the talking. I did the talking, but I didn't understand anything. Das war nicht meine Aufgabe, irgendwas zu verstehen davon. Mr. Jumpy must mean to talk Kermos Sunday at Toffee Top's Orchard. She knows everything about apples. Das würde passen. You ready to go? Ja, von mir aus fahren wir da einfach direkt hin. Ich brauche halt immer noch Zucker, aber vielleicht kommt das noch. Oh wow, the treasure is so close. Off to Toffee Top's Orchard we go. Okay, let's go. Mr. Jumpy is so cool. I wonder how he... just knows things. It's like he's got the whole universe in his pond. Ja, hast du mal gesehen, wie groß der ist? Natürlich hat er das ganze Universum in seinem Teich. Hey, should we be looking for an ex? Jesus, ich hab keine Ahnung. Wo waren denn nochmal die Toffee Top Orchard? Ist da hinten, ja. Hm, I guess I could look for some earplugs as well. Baba, you're a frog too. Do you have any secret of frog wisdom? Maybe some special frog handshake I should know about? I get your enthusiasm, but leave the location scouting to the professionals. Let's head to... Jimothy, hältst du auch mal zwischendurch einfach mal deine Fresse? Ich verstehe schon, warum Hershey ihm was zu tun gegeben hat. Vor allem Jimothy labert die ganze Zeit und Bubba einfach nur so, Bubba. Wir machen keine Pause mehr, es lohnt nicht mehr. Da!
Ah! Unfall. Ich mache so, Wohnwagen so, Unfall. Okay, well, I'll go the rest of the way to Top Orchards and meet you there. Hä? Da wollten wir doch gerade hinfahren. Hey, ich wollte doch gerade mit dir da hinfahren. Was ist mit dir? Don't take too long. Don't take too long. Ich wollte doch gerade mit dir da hinfahren. Willst du mich verarschen? Das ist doch hier vorne. Affe. Wollte der, dass wir hier... Der wollte doch nicht, dass wir hier komplett durch die halbe Welt fahren, oder was? Das ist doch viel kürzer jetzt gewesen. Aber ich glaube, der wollte halbe Welt. Ja, ist mir egal, wir fahren jetzt hin. Oh, einfach Platzregen. Oh. Lizzie, ich finde das Spiel ganz toll. Auch Lizzie, jetzt doch mal deine Fresse. Das ist doch so. Der ist die ganze Zeit am Schnattern da hinten. Und ich krieg nur die Hälfte mit, weil seine Speech-Bublés auch dann wieder weg sind teilweise. So, wo ist das Girl? Und sie, weißt du, das eine Kind labert dir die Ohren voll. Sie steht den ganzen Tag hier und sagt, we will create magic together. Das ist einfach komplett bekloppt hier. Der andere sucht seine Bienen, weil er seine Bienen verloren hat. Wo ist denn die kleine Göre jetzt hin? Ah, da ist er.